So, liebe Zuschauer, wir sind jetzt da auf der Donauinsel, wie man unschwer erkennen kann. Wir haben circa minus 2 Grad und da gibt es Menschen, die sich jetzt aus sportlichen Zwecken da in das Wasser hineinwerfen werden. Eine tolle Sache, nur bei minus 2 Grad, würden Sie das selber machen? Ich würde selbst wahrscheinlich nicht ins Wasser gehen, was nichts daran ändert, dass es bewundernswert ist, wie die Sportlerinnen und Sportler, die da heute antreten bei dieser österreichischen Meisterschaft im Eisschwimmen, wie die tatsächlich dieser Kälte harren können und das aushalten. Es ist ja da ein ziemlich internationales Feld. Es ist für die Donaustadt ja auch wieder eine schöne Sache. Ne? Solche sportliche Veranstaltungen sind für die Donaustadt immer ein Highlight. Und es ist hier so, dass hier die Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft, die nächstes Jahr Anfang Jänner in Deutschland stattfindet. Hier sind die Ausscheidungskämpfe dafür. Da freut sich die Donaustadt besonders, ja, dass das bei uns hier stattfinden wird. Dann sage ich recht herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Oh!